Lichtung. Eine baumfreie Fläche im Wald. Ein Ort, zu dem sich der Wanderer im Halbdunkel hingezogen fühlt. An dem er sich ausruhen kann, an dem sich alle Farben in hellem Licht entfalten. Tomomi Morishima erzählt keine Geschichten. Die Geschichten in unserem Kopf sind immer unsere jeweils eigenen Geschichten. Morishimas, teils gegenständliche, teils abstrakte Malerei, kann zur Vorstellung solcher Geschichten Anhaltspunkte geben, keine Fixpunkte. Er lässt dem Betrachter jede Freiheit, in seinen imaginären Landschaften und Architekturen eine Ahnung von Räumlichkeit zu erspüren. Oft ist dort in heller Farbe, meist in Gelb, ein Weg angedeutet, der in die Tiefe des Bildraums führt. Zwischen pflanzlichen Formen und dem Geflirre durcheinander wirbelnder Blütenfarben ist aber nicht auszumachen, wohin dieser Weg führt, auf dem einzelne, uns mit dem Rücken zugewandte Menschen in die Tiefe des Raums hineinzugehen scheinen. Es sind aber für den Betrachter und für die auf diesem Weg dargestellten Personen weder Wegmarken noch Zielpunkte zu erkennen. Und so bleibt das im Geiste vorgestellte Ziel für immer im Ungewissen. Wie übrigens auch die dargestellten Personen, oft Kinder, in seinen Porträts, so sind auch die in den großformatigen Gemälden dargestellten, meist jungen, oft mit Badebekleidung bekleideten Menschen, dem Maler ebenso unbekannt wie uns selbst. Sie stehen als Metapher für Menschen allgemein, einfach für alle Menschen, also auch für uns. Diesen Weg ins Ungewisse gehen wir alle. In vielen seiner Gemälde ist dies Morishimas Thema. Sie bezeugen diese Ungewissheit ohne Pathos, weder naiv noch ängstlich, weder zwanghaft noch fordernd im Chaos des Lebens, aber in aller Offenheit, die Lebenswege nehmen können. Wenn das Ziel nicht erkennbar ist, dann ist der Weg das Wesentliche. Morishima lässt sich in seiner Malerei auf den Lauf der Dinge ein. Er lässt uns an seinen Beobachtungen teilnehmen, verzichtet aber konsequent darauf, nach dem unerträglichen Dunkeln in uns zu graben. Thank you.
Tomomi Morishima ist in Japan, genauer in Hiroshima, aufgewachsen. Er hat in Tokio Kunst studiert, bevor er 2006 als 22-Jähriger nach Europa kam, um hier sein Studium fortzusetzen. An der Kunstakademie Karlsruhe hat er in seiner Malerei das Dunkle, das Feste, die scharfen Kanten der Gegenstände, die Erdenschwere versucht, wie sie in der Malerei in Europa so oft zu finden sind. In Asien verkörpert aber Leichtigkeit die Grundstimmung und Meisterschaft in der Kunst. Dies sowohl in der Gestaltung als auch im Ausdruck des Gestalteten. Nicht der Gegenstand an sich ist bedeutend, sondern die Behandlung des Lichts und der Farbe, aus denen er in unserer Vorstellung hervortritt. Nach seinem zweiten Jahr an der Akademie ist Morishima zu seinen asiatischen Wurzeln zurückgekehrt. In seinen Gemälden ruft er eine Welt herauf, in der Licht und Farbe in einer Schwerelosigkeit erstrahlen, als seien sie mit Schmetterlingsflügeln gemalt. Morishimas Malerei steht für eine freundlich gestimmte, hoffnungsvolle, das Unerwartete bejahende Lebensanschauung. Das ist in der Kunst selten anzutreffen.